Viele dachten, Enrique Iglesias würde nach seinem ersten Album schnell in Vergessenheit geraten. Mit dem Freischein seines Vaters Julio Iglesias wurde ihm zunächst jedoch nur ein Bruchteil von dessen Talent zugetraut. Doch inzwischen hat Enrique Iglesias auf der ganzen Welt seine Fans. Julio Iglesias ist ein sehr erfolgreicher spanischer Interpret. In den 1980er Jahren war er einer der populärsten südländischen Stars mit über 200 Millionen verkauften Alben. Der romantische Schnulzensänger hatte in vielen Ländern und in vielen verschiedenen Sprachen Erfolg. Sein spanisches Temperament kam an bei den Damen. Ein Autounfall zerstörte seinen Traum, professioneller Fußballer zu werden, und so widmete er sich der Poesie und begann, Gitarre zu spielen. Er gewann mehrere Musikwettbewerbe und veröffentlichte 1969 seine erste Platte. Seither hat er Alben auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Englisch und natürlich Spanisch aufgenommen. Es schien, als könne keine Frau seinem guten Aussehen und seiner verführerischen Stimme widerstehen. Diese Eigenschaften gab er auch seinen Söhnen mit auf den Weg. In den 1990ern zog sich Julio Iglesias allmählich aus dem Musikgeschäft zurück. Enrique Iglesias übernahm das Erfolgsrezept seines Vaters und interpretierte Liebeslieder zu südländischer Popmusik. Er ritt auf der Erfolgswelle des Latin Pop und mit dem Beginn des neuen Jahrtausends überholte er seinen Vater als erfolgreichsten spanischsprachigen Sänger der Welt. In seiner Heimat längst ein Star, holt er mit Enrique, seinem ersten englischsprachigen Album, zweimal Platin in den USA und viermal Platin weltweit. 2001 folgte mit Escape ein noch erfolgreicheres Album, das Erfolge wie Hero und Don't Turn Off the Lights enthielt. Iglesias hatte die Hoffnung, dass seine Kinder in seine Fußstapfen treten würden, aber seine Söhne sind musikalisch sehr unabhängig. When you have kids like me, Enrique, which is an incredible singer and an artist, and Julio also sings, emotionally, you know, father and kids, we have a very strong love. Professionally, both of them are very independent. I don't even want to talk about that with them because I know they will say, what are you talking about, father? Enrique Iglesias gilt im Musikgeschäft als Sexsymbol. Er wandelt auf einem dünnen Pfad zwischen Musiker und Mädchenschwarm. Die Zahl seiner Fans übertrifft die seiner Kritiker und seine Beziehung zu Tennisstar Anna Kournikova brachte ihn in die Schlagzeilen. Anna Kournikova spielte im Video zu Enrique Iglesias Lied Escape mit. 2003 und dann noch einmal 2005 kamen Gerüchte über eine heimliche Hochzeit auf. Die Beziehung erhöhte auch den Bekanntheitsgrad der Tennisspielerin in den USA. Viele dachten, er könne nie aus dem Schatten seines Vaters Julio Iglesias treten. Doch was mit einem Freischein begann, endete mit einer Karriere als weltberühmter Popstar. Man kann Enrique Iglesias einfach nicht entkommen. You okay? We gotta go, baby. Come on.